Eigentlich ist es kaum zu fassen, wie schnell die Tesla-Fabrik wächst. Vor ziemlich genau einem Jahr waren hier ein paar Baufahrzeuge, Schilder, sonst nichts. Und nun stehen die Hallen schon. Von oben sieht es noch eindrucksvoller aus. Allerdings auf dem Marktplatz von Grünheide, nur wenige Kilometer entfernt, da spürt man nicht, dass große Dinge geschehen, fast eine Parallelwelt, noch. Der Bürgermeister schaut begeistert auf den rasanten Bau und das, wo Grünheide die langsame Schildkröte als Wappentier hat. Es ist erstaunlich, was in ich sag nicht bloß in Ostdeutschland, in Deutschland geht. Dabei steht die endgültige Genehmigung noch aus, die erfolgt im April, glaubt er voller Optimismus. Das funktioniert nur, wenn alle, die an dem ganzen Verfahren beteiligt sind, alle miteinander Wort halten, die Fristen einhalten und es alle wollen. Und das ist das. Der Ministerpräsident Brandenburgs, Dietmar Woidke, hat gesagt, dieses Projekt wird an der Brandenburger Bürokratie nicht scheitern. Nun liegt der Entwicklungsplan der Region vor. Wohin mit den möglicherweise bald 40.000 Tesla-Angestellten? Einige Tausend werden hierher ziehen. Der Rest kommt am besten mit der Bahn aus Berlin oder Frankfurt oder wenn es nach der Gemeinde ginge. Der Regionalzug R1 fährt wegen Tesla jetzt schon öfter. Es wird künftig mehr Züge geben. Der Bahnhof Fangschleuse liegt ein bisschen im Nirgendwo, finde ich. Immerhin stammt er noch aus Kaisers Zeiten. Er soll nun Richtung Tesla-Werk verlegt werden. Der aus Hamburg zugezogene Michael Schwerde-Bailly verschlingt alle Berichte über Tesla. Er liest von den Wachstumsimpulsen im Großraum und freut sich, dass der Altersdurchschnitt sinken wird. Wenn wir hier neue Leute herbekommen, dann werden es Jüngere sein. Das wird also die Struktur verjüngen und, wenn Sie mich fragen, auch verbessern. Das sehe ich als echten Vorteil. Also im Grunde genommen tut es der Region sowieso ganz gut, so ein bisschen, ja, so viel frisches Blut oder wie man das nennen soll, auf jeden Fall. So, wäre schön, wenn wir auch ein paar Kinderwagen und nicht so viele Rollatoren auf der Straße hätten. Tesla und die großen Erwartungen. 500.000 Elektrofahrzeuge pro Jahr und dann soll hier auch noch die weltweit größte Batteriefabrik entstehen. Ein ewiger Wirtschaftsboom für die Region, da haben es Menschen schwer, die da mahnen, aus Sorgen ums Grundwasser, um Artenschutz, wie Christiane Schröder. Da hätten wir uns da auch von der Politik mehr Objektivität gewünscht und auch mehr kritisches Nachfragen und weniger Druck auf die tatsächlich handelnden Behörden, dass die wirklich vernünftig ihre Arbeit machen können. Es ist am Ende doch kein ganz einfacher Spagat zwischen amerikanischer "Das ziehen wir durch"-Mentalität und dem deutschen "Das müssen wir aber ganz genau prüfen"-Denken.